Schönen guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge vom Böblinger Stadtgespräch hier aus der Motorworld auf dem Flugfeld. Und bei mir heute Michael Steindorfner, der Präsident des DRK-Kreisverbands hier in Böblingen. Und unschwer zu erkennen, dass Sie zum DRK gehören. Ja. Wir haben auch den ganz neuen, nagelneuen Baby-Notarztwagen hier mal reingefahren, der jetzt erst vorgestellt wurde. Und Sie haben ja gerade schon eben gesagt, das ist der zweite. Das ist unser zweiter Babynotarztwagen. Der erste war jetzt 15 Jahre in Betrieb, war natürlich nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was die medizinische Ausstattung angeht, vor allen Dingen aber auch was die Fahrzeugtechnik, Hydraulik und dergleichen angeht. Es war also höchste Zeit, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Und hier steht jetzt das Ergebnis, das vor allen Dingen und ausschließlich von Spenden unserer Bürger, von Firmen und Unternehmen hier in der Region finanziert worden ist. Wie wichtig ist es, dass man auch als DRK einen Babynotarztwagen hat mittlerweile, weil früher gab es sowas ja gar nicht, ne? Es ist von lebensnotwendiger Wichtigkeit, vor allen Dingen für Frühgeborene, einen Transport überstehen zu können, der medizinisch natürlich auch ein Optimum bietet. Lassen Sie mich nur das Beispiel sagen, die Gefäßwände bei Frühgeborenen sind längst noch nicht so stark ausgebildet, dass sie beispielsweise eine Fahrt über Schlaglöcher ohne Probleme in jedem Fall überstehen würden. Und hier ist eine Hydraulik vorgesehen, sowohl was den Bereich des Fahrzeugs selbst angeht, wie jetzt auch den Brutkasten und alles angeht, dass hier eine deutliche Verbesserung auch im fahrtechnischen Bereich gegeben ist und schon allein damit die Rettung eher möglich ist, als das ohne Babynotarztwagen wäre. Sie haben gerade schon gesagt, durch Spenden finanziert, durch Unternehmen und auch durch Bürgerinnen und Bürger. Wie wichtig sind Spenden für das DRK? Ja, wir könnten das ohne die Spenden nicht machen. Wir könnten beispielsweise diesen Babynotarztwagen nicht finanzieren. Die Krankenkassen sind nicht bereit, die Kosten dafür zu übernehmen, weil sie sagen, wir könnten ja auch mit den übrigen Rettungswagen diese Einsätze fahren. Das stimmt so leider eben nicht, wie ich vorhin schon sagte. Und wir müssen also den gesamten Betrag aus Spenden finanzieren, weil wir woanders keine Geldquelle dafür bekommen. Und darum finde ich es ganz großartig, dass uns das innerhalb eines Jahres gelungen ist, immerhin einen Betrag von etwa 110.000 Euro mit Spenden hierfür zu sammeln. Also vielen Dank an die Bürger und auch an die Unternehmen. Dem würde ich mich gerne anschließen, denn wir finden das ganz großartig, dass so eine große Bereitschaft in der Bevölkerung da ist. Und große Bereitschaft brauchen Sie in der Bevölkerung ja generell. Das DRK lebt ja natürlich halt auch von vielen Ehrenamtlichen. Wie viele sind Sie jetzt hier im Kreisverband Böblingen? Wir haben 1500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu noch mal etwa 1000 hauptberufliche. Also insgesamt verfügen wir über einen Stamm von 2500 Leuten, die auf den verschiedensten Gebieten anderen Menschen, die in irgendeiner Notsituation sich befinden, helfen. Gehört natürlich auch dazu, es kommt ja gerade wieder die Zeit der vielen Veranstaltungen und Konzerte. Da sind ja auch immer viele Ehrenamtliche dabei, die natürlich auch sicherstellen, dass da auch schnelle Hilfe dann direkt vor Ort ist. Ne? Ja, also wir leisten hier unglaublich breites Spektrum an Hilfestellung vom Sanitätsdienst angefangen, was Sie eben bei den Veranstaltungen angesprochen haben. Aber vieles, was sich im Verborgenen abspielt, das ist die Helfer-vor-Ort-Gruppen beispielsweise, die bei einem Unfall oft noch vor dem professionellen Rettungsdienst an der Unfallstelle sind. Aber es sind auch die, die ganz im Verborgenen wirken, der Notfallnachsorgedienst beispielsweise, wenn die Polizei Todesnachrichten überbringt. Die Polizei ist froh, wenn sie dann die Leute nicht alleine zurücklassen muss, sondern wenn dann Mitarbeiter aus unserem Roten Kreuz da sind, die den Leuten wieder einen Boden unter den Füßen auch geben, die sie betreuen, die stundenlang auch bei ihnen bleiben, wenn das gewünscht wird, die sich auch mit Bestattern unterhalten und sich austauschen, wie das am besten zu organisieren ist, die also den Angehörigen unheimlich viel abnehmen zum einen, aber vor allen Dingen eine psychische und psychologische Unterstützung geben. Es gibt ja auch ein doch sehr prominentes ehrenamtliches Mitglied bei Ihnen. Jemand, der auch jedes Jahr immer seinen Sanitätsdienst ehrenamtlich ableistet. Sie sprechen unseren Oberbürgermeister Dr. Föhringer, der gleichzeitig mein Stellvertreter und Vizepräsident ist. Ich habe ihn dann noch immer gehört, wenn er dann im Einsatz ist, ist er einfach Bernd.
Ja, so ist es auch. Und ich finde das ganz großartig. Er hat sich ja zum Rettungssanitäter ausbilden lassen. Das war eine sehr aufwendige Ausbildung. Und er lässt es sich auch nicht nehmen, an Wochenenden dann aktiv Dienst zu tun. Ich glaube, besseres Vorbild kann man auch nicht geben, als selber eben nicht nur zu reden, sondern auch wirklich zu helfen. Wenn jetzt nur der ein oder andere Zuschauer jetzt gerade zuschaut und sich denkt, Mensch, da würde ich gerne auch mich ehrenamtlich engagieren. Was muss man machen? Sich einfach melden, oder? Also es reicht ein Griff zum Telefon, uns anzurufen, und wir sind für jeden dankbar, der sich in diese Sache einbringt, der bereit ist, seine Freizeit und natürlich auch vieles andere zu opfern, um dann für andere Menschen da zu sein, die in der Notsituation darauf angewiesen sind. So, und jetzt geben wir Ihnen exakt fast 3 Minuten Zeit zu telefonieren mit dem DRK, wenn Sie möchten, denn wir gehen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran, bis gleich. Autos. Wissen, wo es Ihnen gut geht. Autolore Ostelsheim. Sprechen Sie mit uns, wenn sich's ums Auto dreht. Bocklet, die Adresse für Sonnenschutz und Grills in Esslingen. Ob Weber, Boy King oder Grillson, auf 600 Quadratmetern finden Sie mehr als 100 Grills und jede Menge Zubehör. Bocklet, mehr als nur Sonnenschutz. Die Clowns in Medizin und Pflege Deutschland bringen bunte Momente in über 200 Kinderkliniken und Einrichtungen bundesweit. Denn das Lachen mit den Clowns lenkt die kleinen Patienten von Schmerzen und Ängsten ab, bringt Freude und macht Mut. Damit dies weiterhin möglich ist, brauchen wir Ihre Unterstützung. Mit 10 Euro monatlich schenken auch Sie kranken Kindern ein Lachen. Spenden Sie ganz einfach über Ihre Telefonrechnung und rufen Sie jetzt an 08161 20 7002. Regio TV. Willkommen zurück hier bei Böblinger Stadtgespräch und bei uns immer noch Michael Steindorfner vom DRK, vom Kreisverband hier in Böblingen. Und wir sind ja hier auf dem Flugfeld in der Motorworld und mittlerweile kann man sagen, Sie sind ja fast zu Hause. Ja, wir werden jedenfalls demnächst hier unsere Heimat finden und sind darüber froh und dankbar. Wir sind jetzt in der Waldenbucher Straße in äußerst beengten Verhältnissen. Als damals der Kreisverband in diese Räumlichkeiten einzog, waren wir etwa 30 Mitarbeiter. Jetzt werden im neuen Gebäude hier auf dem Flugfeld etwa 180 Mitarbeiter für die entsprechenden Dienste tätig sein. Ich sagte vorhin schon, insgesamt sind wir 1000 Hauptberufliche und 1500 Ehrenamtliche. Hier wird die Zentrale sein. Hier werden wir mehr bieten können, als das in der Altenbleibe der Fall war. Und wir freuen uns drauf, wenn wir am 1. September hier einziehen können am Flugfeld. Mehr bieten heißt natürlich auch, dass beispielsweise auch die Rettungswege schneller zu erreichen sind, ne? Dadurch, dass die Autobahn auch gleich hier ist. Der Neubau hier auf dem Flugfeld bietet uns also eine große Zahl
von Vorteilen. Sie haben einen der wichtigsten Punkte schon angesprochen, die Hilfsfristen zu verkürzen. Wenn die Rettungswagen hier vom Flugfeld ausrücken, sind die Anfahrtswege einfach günstiger. Wir sind vom Gesetzgeber verpflichtet, binnen 15 Minuten vom Anruf zum Einsatzort nur brauchen zu dürfen. Das ist für uns eine extreme Herausforderung. Das muss in 95% aller Fälle geschehen. Und hier werden wir eine deutliche Verbesserung auch bekommen. Deshalb ist in diesem Neubau auch die Rettungswache Sindelfingen mit untergebracht. Nun hat sich ja gerade auch beim DRK in den letzten Jahrzehnten relativ viel getan. Also das DRK übernimmt ja immer mehr Verantwortung, immer mehr Aufgaben. Wir haben uns vorhin mal ganz kurz darüber unterhalten. Das geht ja selbst dahin, dass Sie selbst ehrenamtliche Architekten haben, die auch beim Umbau natürlich beraten, wenn jemand aufgrund von irgendwelchen Behinderungen sich da umorientieren muss. Ne? Ja, es ist in der Tat so, wenn man mal einfach zurückdenkt, als vor 150 Jahren ein Ordinat das Rote Kreuz gegründet hat, ging es um die Versorgung von Verwundeten auf den Schlachtfeldern. Mhm. Heute ist das Spektrum von der Altenpflege angefangen bis hin zur sozialen, ambulanten Pflege, die ganzen sozialen Dienste. Ich nenne nur die Stichworte Menüservice beispielsweise, Hausnotruf, ein ganz wichtiger Aspekt. Sie haben die Architekturberatung für Wohnen im Alter angesprochen, wenn Leute nicht mehr zurechtkommen über Treppen, Bäder und sonst was. Wir haben den Notfallnachsorgedienst, den ich schon mal genannt habe. Wir haben immerhin 11 Altenpflegeheime hier im Bereich. Das heißt, das Spektrum hat sich in diesen Jahren so enorm erweitert, dass wir auch aus diesen Gründen gezwungen waren, neue Gebäude, neue Bleibe zu suchen und wie gesagt hier auf dem Flugfeld dann gefunden haben. Wie schwierig ist es wirtschaftlich? Man liest ja immer, dass das DRK ja immer wieder natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen finanzielle Probleme hat, aber nicht die Gewinne macht, die man eigentlich bräuchte, um das alles zu finanzieren? Ja, wir haben keine finanziellen Probleme, aber wir haben natürlich extreme Herausforderungen, mit den Finanzen zurechtzukommen. Wir sind, meine ich, optimal aufgestellt, aber das Ganze ist natürlich auch das Verdienst hervorragender Mitarbeiter und auch einer hervorragenden Geschäftsleitung. Wir brauchen einmal die Spendenbereitschaft, wir brauchen die Verwurzelung in der Bevölkerung. Wir brauchen aber auch auskömmliche Tarife, beispielsweise bei den Rettungseinsätzen, beim Krankentransport, bei der Pflege in den Pflegeheimen. Und das sind nicht immer sehr einfache Verhandlungen mit den Krankenkassen und den Kostenträgern insgesamt. Aber das begreifen wir auch eine Herausforderung. Es geht uns nicht in erster Linie darum, einen Wirtschaftsbetrieb exzellent zu führen, sondern es geht uns darum, den Betrieb so optimal aufzustellen, dass wir bestmöglich Hilfe leisten können. Denn unser Ziel ist und bleibt ja einzig und allein, Menschen in der Not zu helfen. Und nicht Investitionen zu tätigen, ist bei Ihnen ja am Ende fatal. Ne? Sie müssen ja immer auf dem neuesten Stand sein mit vielen Dingen. Wir müssen qualitativ herausragende Leistungen bieten. Es geht oft auch eben um Leben und Tod. Und das sind wir natürlich auch jedem Einzelnen mehr als schuldig, dann das Optimum zu gewährleisten. Wir wollen aber auch eine qualitativ hochstehende Pflege beispielsweise, in dem nicht nur die Leute abgefertigt werden, sondern wir wollen menschenwürdiges Wohnen im Alter auch bieten. Dazu braucht es gut ausgebildete Leute, dazu braucht es auch Finanzen. Aber da helfen uns auch die Ehrenamtlichen sehr stark, indem sie sich zusätzlich mit einbringen und bei vielen alten Menschen das Gefühl entstehen lassen, sich wie zu Hause zu fühlen. Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, 150 Jahre wird im nächsten Jahr, nicht morgen, sondern im nächsten Jahr, ja groß gefeiert. Das DRK wird 150. Was gibt es da? Sie planen sicherlich einiges. Also bei uns steht gar nicht die Feier so sehr im Vordergrund, sondern wir wollen zeigen, was wir anbieten. Mhm. Und wir werden das auf die verschiedenste Art und Weise zeigen. Wir werden das an einem Wochenende in Leonberg beispielsweise der Bevölkerung vorstellen und mal das ganze Spektrum vorführen. Wir werden natürlich auch einen Tag der offenen Tür hier unseres neuen Zentrums zeigen. Mhm. Wir werden einen Tag des Schulsanitätsdienstes auch anbieten. Also viele einzelne Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt, die aufzeigen, dass wir dem Auftrag, den Henri Dunant vor 150 Jahren eigentlich seiner Bewegung gegeben hat, dass wir den heute optimal und in einer sehr breiten Form auch verwirklichen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren beim Böblinger Stadtgespräch. Gerne. Und alles Gute auch für die Zukunft, natürlich auch für den Umzug. Und wenn Sie sich natürlich beteiligen möchten, dann können Sie das jederzeit natürlich mit Spenden tun oder vielleicht auch ganz persönlich ehrenamtlich. So, das war das Stadtgespräch für heute. Nächste Woche hier an dieser Stelle Simon Schad vom Stadtmarketing Böblingen, dann mit meinem Kollegen Hans-Jörg Zürn. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Abend.